hier an der B10 entlang und hier ist eine natürliche Wiese mit sehr vielen Orchideen. Stefan, der Apotheker von Birkenfeld, zeigt mir gerade, welche Sorten das es hier gibt. Und ich bin gespannt, wie viele Zecken das ich heute Abend habe. Also, wenn euch das Thema interessiert, kommt mit. Zum Thema Zecken. Wir haben uns natürlich beide eingesprüht mit Zeckenspray. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ich werde es euch sagen, wenn wir zu Hause sind oder wenn ich aus dem Wald rauskomme. Aber hier ist es auf der Wiese bestimmt nötig. Und ob die Zecken auf dieses Gift oder auf den Zeckenspray reagieren, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich lasse mich einfach mal überzeugen oder ich probiere das aus. Und was ihr im Hintergrund hört, ist die Bundesstraße 10, die verläuft da unten und hier an der tiefsten Stelle, und das ist natürlich für die Pflanzen egal, aber für mich, für das Filmen, ist es natürlich nicht so toll. Ich muss da vermutlich dann Musik dahinter legen. Aber schön hier. Ich kenne die Gegend nur von weiter oben oder über die B10 da unten. Aber hier bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Und der Stefan hat seine Mittagspause geopfert. Er hat mir den Vorschlag gemacht. Und jetzt sind wir da. Laufen eine Stunde hier hin und her. Und gucken mal, was es zu sehen gibt. Wie heißt die? Kreuzkraut. Das ist da unten. Ja. Wie heißt das? Diptam. Brennender Busch. Ja. Okay. Also nicht berühren. Und das ist das Gleiche? Ja, das ist das Gleiche. Brennender Busch. So, das war jetzt unsere kleine Runde über die Orchideenwiese. Und hier durch den kleinen Wald. Und jetzt sind wir gleich wieder am Auto. Bin mal gespannt, was ich für Szenen überhaupt zeigen kann davon. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt ihr mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, guckt ihr das nächste Mal wieder bei mir vorbei. Dem Stefan sage ich vielen Dank. Ich habe mir nicht mal die Hälfte aller Pflanzen den Namen merken können, die er mir alle genannt hat. Aber trotzdem war es interessant. Ich kenne jetzt zum Beispiel wieder den Wiesensalbei und diesen brennenden Busch kann ich mir jetzt auch merken. Mal sehen, ob es nützt irgendwann. Also, jetzt kommen wir wieder zur lauten Bundesstraße 10 und ich sage tschüss, macht's gut, bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal.